Liebe John Sinclair-Freunde, dies ist der letzte Teil einer dreiteiligen John Sinclair-Produktion nach dem Bastei-Roman Das letzte Duell. Der erste Teil heißt Die Drohung, der zweite Teil Ein Friedhof am Ende der Welt. Hören Sie jetzt also den dritten Teil. Vor mir stand eine Tote, Karin Mallmann. Sie war umgekommen durch den schwarzen Tod. Nun sah ich die Frau lebend vor mir, die wir beerdigt hatten. Ich blickte in ihr schönes, ebenmäßiges Gesicht. Hat es sich verändert? Ich konnte nichts erkennen. Du bist überrascht, John? Tja, das kann man wohl sagen. Warum? Wo kommst du her? Aus dem Reich des Todes. Du bist zurückgekehrt? Nein. Wie nein? Nein. Ich war noch gar nicht dort. Also das verstehe ich nicht. Gelten die Gesetze des Todes nicht für dich? Ja und nein. Wo warst du die ganze Zeit? Vielleicht in der Hölle? Dann bist du nicht Karin Mallmann. Sehe ich nicht so aus? Doch, du siehst so aus, aber deswegen musst du es nicht sein. Und wie willst du das prüfen? Beantworte mir einige Fragen. Wenn ich kann. Wo befindet sich dein ehemaliger Mann? Weit von hier. Nein, nein, das ist mir zu unklar. Er ist nicht allein. Und wer ist bei ihm? Sir James Powell. Sir James Powell? Ja, und wer noch? Drei andere sind auf dem Weg zu ihm. Wie meinst du das? Hat man sie in eine andere Dimension verschleppt? So ähnlich. Ist Zuko auch dort? Nein, er nicht. Ja, aber er saß doch mit in der Seilbahn, wie Will. Er ist uns entkommen. Entkommen? Uns? Ja. Das war nicht planmäßig. Und was war geplant? Das gesamte Sinclair-Team soll an einen Ort gebracht werden. Was für ein Ort? Den Friedhof am Ende der Welt. Der Seher hat dir doch... Wer befindet sich noch dort? Jane Collins, Bill Connolly und Myxin sind auf dem Weg dorthin. Zu welchem Zweck? Zum Sterben. Aber Myxin ist doch ein Dämon. Hat er dir nicht immer geholfen? Ja. Also muss auch er sterben. Wo liegt der Friedhof? Den findest du schneller, als du denkst. Karin. Ja? Wie kommen die drei dorthin? Myxin hat ihnen geholfen. Ja, und der schwarze Tod hat ihn gelassen? Natürlich. Denn so ist Myxin in die Gewalt des schwarzen Todes gelangt. Und Myxins Magie? Ist dort wirkungslos. Er wird mit dem Sinclair-Team getötet. Noch bin ich nicht dort. Bist du feige, John Sinclair? Willst du am Tod deiner Freunde schuld sein? Dann wirst du keine ruhige Minute mehr in deinem Leben haben. Karin, wie kommt es, dass du so für den schwarzen Tod bist? Wie meinst du das? Du weißt Dinge, die nur ein Dämon wissen kann. Gut, ich will es dir sagen. Du erinnerst dich doch an meinen Hochzeitstag. Ja, ja,
als wir aus der Kirche kamen und... Und der schwarze Tod mich mit einem Hieb seine Sense tötete. Ja, das war schrecklich, Karin. Meine Seele schwebte noch unsichtbar über euch. Sie wollte zurück in den Körper, aber der war ja tot. Wir waren vor Schmerz und Trauer fassungslos. Meine Liebe zu Will war grenzenlos. Und der schwarze Tod erschien wieder und fragte mich, ob ich zurück wollte. In deinen Körper? Ich sagte ja. Ja, und dann? Dann entriss er meine Seele den Gefilten des Lichts und zog mich in die Finsternis seines Reiches. Und kannst du jetzt nicht mehr zurück? Nein. Er hatte mich getäuscht. Und er lehrte mich, die zu hassen, die ich geliebt hatte. Und jetzt bist du sein Geschöpf geworden? Ja. Dann erst gab er mir meinen Körper wieder. Und du stehst jetzt auf seiner Seite? Ja. Und ich hasse dich und Will und die anderen. Das ist ja entsetzlich. Und ich werde dem schwarzen Tod helfen, euch alle zu vernichten. Du willst mithelfen, den Mann zu vernichten, den... Den ich über alles geliebt habe. Ja, ja und nochmals ja. Weißt du überhaupt, wie sehr dein Mann heute noch um dich trauert? Umso leichter war es, ihn und euch hierher zu locken. Du willst sagen... Ja, das Bild, das Rod Huxley in dieser Höhle gefunden hat. Hast du dorthin gelegt? Ja, und dann haben wir ihm die Flucht ermöglicht. Bis nach London. Und dann haben wir ihn reden lassen, damit auch du herkommst. Und dann haben ihn die Hexen getötet. Und Will haben wir auch mobil gemacht. Und wie? Durch schwarze Magie. Mein Bild sprach zu ihm, nachts. Ja, er rief mich daraufhin an. Und du kamst hierher. Genau, wo wir dich haben wollten. Ein gerissener Plan. Und als Lockmittel diente uns das Buch der grausamen Träume. Tja, ja, das Buch. Wir wussten, dass du es nie bekommst. Selbst der schwarze Tod wird es nie bekommen. Und jetzt hat es der Seher. Bis auf einige Seiten, die er dir zu lesen gegeben hat. In denen stand, wie ich den schwarzen Tod vernichten kann. Oh, John, das wird dir nie gelingen. Der schwarze Tod steht nicht allein. Du, Nicht nur ich. Wer noch? Das verrate ich dir nicht. Das werde ich schon sehen. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Noch eine? Ich befinde mich immer in der Nähe von Will. Wie ist das möglich? Mein Geist ist zweigeteilt worden. Ein Teil steht vor dir. Und der andere? Steckt in einem Raben, der alle auf dem Friedhof beobachtet. Will, deine Freunde. Ja, und hat Will nichts bemerkt? Doch, und es bringt ihn fast um den Verstand. Ich könnte dich jetzt töten. Ja. Und was meinst du dazu? Nichts. Wenn du mich tötest, wirst du nie zu deinen Freunden kommen. Ach, dann bist du als Bote hier. So ist es. Und wie willst du mich hinbringen? Durch schwarze Magie. Dann rede nicht zu viel und bring mich hin. Starke Scheinwerfer blendeten uns. Wir waren von Soldaten umstellt. Keiner von euch kommt hier weg. Nehmen Sie die Hände hoch. Menschen vernahmen die Stimme des Raben. Und vier Menschen waren zutiefst geschockt. Will Malmann jedoch am meisten. Tun Sie was, Arthur. Sonst dreht uns Malmann durch. Ja, Sir, ich hole ihn zurück. Ich komme mit. Malmann, kommen Sie! Ich kann nicht. Sie dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren, Herr Malmann. Aber sie ist doch meine Frau. Selbst wenn, müssen Sie davon ausgehen, dass der Vogel dem schwarzen Tod dient. Und unseren Tod will. Sie meinen, dass mich meine eigene Frau töten will? Ja, davon müssen wir ausgehen. Es ist schwer, verdammt schwer, so etwas denken zu müssen. Karin ist tot. Finden Sie sich damit ab. Aber Ihre Augen... Das sind nur Teilstücke. Fragmente einer bösen Erscheinung. Ja, Sie haben recht. So langsam beginne ich zu begreifen. Es ist nicht leicht für Sie. Und es tut uns allen wirklich leid. V
festhalten, schrie Bill noch. Dann gingen seine Worte im Donnern des Aufpralls unter. Der Hubschrauber war in den See gestürzt. Wir müssen raus. Rücksehen. Jane! Der Hubschrauber säuft ab. Jane! Jane! Sie ist bewusstlos. Sind die Vögel weg? Bis auf einen. Oh Gott. Und der kreist über uns. Wir gehen unter, wir müssen raus. Weißt du denn keinen magischen Trick? Nein, das geht hier nicht, erst wenn der schwarze Tod erledigt ist. Ja, aber Mensch, so lange können wir doch nicht warten. Komm, hilf mir, Jane rauszuziehen. Hoffentlich kommt sie zu sich, bevor das Ding abgesoffen ist. Der Vogel greift an. Nimm die MP. Er damit. Schieß doch. Erst näher rankommen lassen. Jetzt. Und nochmal. Das war knapp. Bill, da, die Seeschlange. Was ist denn das? Sie frisst den Vogel. Komm, wir müssen raus. Hilf mir, Jane, rausziehen. Jane! Zu spät! Die Schlange greift an! Los, schieß! Daneben. Sie ist untergetaucht. Die wird schon wieder hochkommen. Da! Da ist sie! Der hat gesessen. Von wegen. Ist an ihrem Panzer abgeprallt. Du, wir saufen ab. Wir müssen Jane rausziehen. Komm jetzt. Wir müssen an Land schwimmen. Jane! Das schaffen wir nicht. Die Schlange holt uns vorher ein. Hast du ihre Zähne gesehen? Dagegen haben wir keine Chance. Und das Magazin ist leer geschossen. Nur Ruhe. Ich hab da noch was. Was hast du denn? Eine Eierhandgranate. Bevor Myxin mit Bill und Jane in das Reich des Schwarzen Todes aufgebrochen war, hatte er Zuko erfolgreich nach London teleportiert. Weniger erfolgreich war allerdings sein zweiter Versuch, Zuko in John Sinclairs Nähe zurückzuteleportieren. Zuko landete zwar im Harz, aber er fand John nicht. Er suchte das Auto, das sie an der Grenze abgestellt hatten. Als er es fand, fuhr er los. Von unterwegs rief er Sheila an. Connolly? Zuko. Wo bist du, Zuko? In Germany. Was ist mit John? Nicht gefunden. Das ist schlecht. Wo ist Bill? Mit Myxin und Jane auf einer magischen Reise. Mit Myxin? Ja. Hat er gesagt, wohin? Auf einen Friedhof. Friedhof, Friedhof, da gibt es Tausende. Denk nach. Ich weiß nicht mehr. Ich hoffe nur, dass sie wieder lebend zurückkommen. Das tue ich auch. Was willst du jetzt machen? Ich komme mit der ersten Maschine zurück. Kommst du dann hier vorbei? Ja, so wie ich in London bin. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Zuko noch nicht, dass er London nicht erreichen würde. Zuko fuhr wieder los. Die Nacht war dunkel, der Mond verdeckt. Nur ein Auto begegnete ihm. Doch dann sah er ein Leuchten am Himmel. Rote Punkte, die mit hoher Geschwindigkeit dahinflogen. Zuerst dachte er an ein Flugzeug. Aber so tief fliegt keine Maschine. Er verlangsamte sein Tempo. Am Ende einer langgestreckten Kurve standen sie plötzlich vor ihm. Sechs Gestalten, sechs Hexen auf rotglühenden Besen. Verdammt, die sind ja mit Speeren bewaffnet. Werft die Speere, aber nicht alle! Ja!
Jetzt aber schnell raus aus dem Wagen. Und rein in den Straßengraben. Verdammte Hexe! Oh, wir kriegen dich! Ja, kommt nur her! Ich werde euch ein paar Silberkugeln verpassen! Oder die Dämonenpeitsche! Verdammt! Die Speere haben den Wagen in Brand gesteckt. Den muss ich löschen, sonst kann ich laufen. Der Feuerlöscher. Wo ist bloß der Feuer? Ah, hier. Greif ihn an! Ja! Da, einen Strahl aus dem Feuerlöscher. Und nochmal. Hübsch wie, der kühlt auch die heißesten Hexen. So, und jetzt noch ein paar Schläge mit der Dämonenpeitsche. Schon zwei weniger, bleiben noch vier. Wir kriegen dich doch! Uns entkommst du nicht! Uns ist doch keiner entkommen! Mir auch nicht! Und den Silberkugeln ebenfalls nicht! Und wieder zwei zu Staub zerfallen. Und jetzt noch den schäbigen Rest. So, jetzt stehen wir pari. Das bereust du noch. Eine falsche Bewegung und ich drücke ab. Was willst du von mir? Ich habe dir nichts getan. Nein, du hast nur deinen Speer nach mir geworfen. Er hat dich doch gar nicht getroffen. Schluss! Du wirst genau das tun, was ich dir sage. Und? Das wäre? Mir ein paar Fragen beantworten, wenn dir dein höllisches Leben lieb ist. Ja. Wo ist John Sinclair? Und was habt ihr mit ihm angestellt? Er ist nicht mehr hier. Wo befindet er sich? Er war im Berg, in der Höhle. Weiter? Er hat den silbernen Boomerang bekommen, damit... Kann er den schwarzen Tod vernichten? Ja. Man hat es ihm also einfach gemacht. Nein, es war nur ein Lockmittel. Wir wollten ihn töten, aber... Aber ihr habt es nicht geschafft. Nein. Wo ist er jetzt? Auf dem Friedhof. Auf welchem? Es gibt Tausende. Dem am Ende der Welt. Dort ist auch dein Grab geschaufelt. Interessant. Das möchte ich gerne sehen. Du willst wirklich dorthin? Ja, zum Teufel. Gut, ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Fang an. Mach deine Beschwörung. Ja. Tritt in den Kreis. Dann kann die Reise beginnen. Zu deiner Beerdigung. Wenn sich bewegen, schießen wir. Aber was ist denn? Wir haben doch gar nichts gemacht. Du bist aus dem Westen. Spione, subversives Pack. Auf euch haben wir gerade gewartet. Lassen Sie meinen Arm los! Auch noch frech werden. Wollen Sie sterben? Wie meinst du das? Es ist besser, wenn Sie die Frau loslassen. Sie sind überhaupt nicht gefragt worden. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass sie mächtiger ist als Sie und Ihre Männer. Ich brauche Ihre Ratschläge nicht. Ich wollte... Pack ihn! Und die Frau kümmere ich mich. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, lassen Sie mich los! Du bist also gefährlich. Dann zeig doch mal wie. Ich warne Sie nochmals. Sollten Sie einen Fluchtversuch unternehmen, dann... Lass meinen Hals los! Loslassen oder ich schieße! Das hat sie nicht gestört. Sie lässt den Major nicht los. Soll ich noch einmal schießen? Ja, aber zielgenau. Das nützt euch gar nichts. Helft mir! Los, haut ab, sonst bringt sie ihn um. Verschwinde, Genosse. Lass ihn los. Nein. Soll ich dir eine Kugel durch den Schädel jagen? Dann wirst du deine Freunde nie wiedersehen. Im Augenblick ist mir das egal. Ich habe ihn losgelassen. Bist du nun zufrieden? Ich fühle erst noch seinen Puls. Er lebt noch. Gott sei Dank. Was ist bloß aus dir geworden, Karin? Ja, was wohl? Ein mordendes Monster. Du weißt, ich stehe auf der Seite des schwarzen Todes. Das habe ich gemerkt. Willst du nun zu ihm? Natürlich. Dann komm zu mir. Stopp! Da bleib stehen. Was ist? Du wirst es gleich spüren. Sie lächelte mich verführerisch an. Völlig unerwartet sackte unter mir der Boden weg.
schrie auf und hörte noch ihr Lachen. Rasend schnell stürzte ich in einen stockdunklen Schacht. Die Gestalt des schwarzen Todes erschien. Willkommen in meinem Reich. Und dann wurde ich bewusstlos. Die wirfst, Myxin. Da sind wir doch mit dran. Sie muss ganz nah herankommen. Aber dann ist es doch noch gefährlicher. Nein, ich werf sie ihr direkt ins Maul. Also, du hast vielleicht Nerven. Weißt du was Besseres? Pass auf, sie kommt! Komm nur her. Näher. Noch näher. Los, wirf! Ist noch zu früh. Myxin, mein Gott, wirf doch! 21, 22, 23, jetzt! Es hat sie zerrissen. Die ist richtig auseinandergeflogen. Das war aber auch in letzter Sekunde. Jetzt aber ab an Land, bevor noch andere Monster auftauchen. Wo ist Jane? Da! Sie ist untergegangen. Schnell! Tauch nach ihr! Okay. Ich hab sie. Ich schwimme mit dir ans Ufer. Okay. Ja. Jane. Was ist? Wo bin ich? Im See. Gleich, Jane. Gleich sind wir an Land. Okay, ich versuche zu schwimmen. Ja, dann geht's leichter. Oh, ich spüre Grund. Was für ein Glück. Die hat es ja wohl nicht viel ausgemacht. Nein, wenig. Ah, ich bin ganz schön geschlaucht. Also, wie du die Seeschlange erledigt hast, Myxin. Ich kann meine magischen Kräfte hier nicht anwenden, sonst wäre es noch besser gegangen. Trotzdem, es war toll. Ich würde gerne meine Hilfstruppen herholen, aber das geht nicht. Ach, es ist auch besser, wenn du deine schwarzen Vampire fortlässt. Sind schon genug Ungeheuer da. Ja, aber auch nur so ein Gedanke. Wie soll es jetzt weitergehen? Wir müssen diesen Friedhof erreichen, ist doch klar. Ja. Weißt du denn, wo er ist, Myxin? Genau nicht. Wo die Berge beginnen. Die Berge? Die sind dort drüben. Ah. Und dazwischen liegt der Dschungel. Ich habe Dschungelerfahrung. Na, dann gehst du vorn. Okay. Also, auf ins Vergnügen. Die Maschinenpistolen sind ja nun futsch. Die sind versoffen im See. Ich habe noch meine Pistole. Ich auch. Und ich noch ein paar Handgranaten. Na, dann sind wir ja nicht ganz wehrlos. Was war das? Ein Saurier. Das ist eine Wasserstelle. Seht euch doch mal den Haufen Tiere an. Hören Sie diese Riesenechse an. Das Gebiss. Die ist gefährlich. Sie hat uns schon entdeckt. Sie kommt auf uns zu. Lass uns abhauen. Sinnlos, die ist schneller als ein Rennwagen. Schieß doch auf sie, Bill. Mit dem Revolver? Bei dem Panzer? Das kitzelt ihn nur. Tu doch was. Myxin! Meine magischen Kräfte wirken nicht. Ich habe es schon probiert. Tu doch was. Myxin! Malmann saß auf einem umgestürzten Grabstein und starrte apathisch vor sich hin. Der Rabe hat die Augen meiner Frau. Sie sollten nicht so viel darüber nachgrübeln, Kommissar. Was soll ich denn nur tun?
Es gibt keine Rückkehr für Ihre Frau. Wenn ich nur wüsste, was mit ihr geschehen ist. Sie haben sie doch beerdigt. Ja, natürlich. Was hätte danach noch geschehen können? Wer von uns weiß denn schon, wie es im Jenseits aussieht? Es gibt Berichte. Von wem? Von Verstorbenen, die wieder ins Leben zurückgekehrt sind. Das ist noch nicht erforscht. Vielleicht ist ihr Geist vom schwarzen Tod abgefangen worden. Das wäre möglich. Dann wäre es nur die Frage, wo sich ihr Körper befindet. Ach, hören Sie auf, Sir. Wenn das hier hinter uns liegt, sollten wir uns darum kümmern. Sie sind ja sehr optimistisch. Das muss man sein. Aber Kopf hoch, mein Mann. Wir werden das Geheimnis schon noch lösen. Wie sieht's aus, Sir? Ihr Wundermann John Sinclair ist noch immer nicht aufgetaucht. Und für wen soll das Grab da sein? Für Sinclair. Ha? Aber das kann ein Täuschungsmanöver sein. Dämonen täuschen nicht. Jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Oh, von mir aus, wenn Sie meinen. Also warten wir weiter. Aber wenn er kommt, ist die Stunde der Entscheidung da. Sir! Sir! Ja, was ist, Marlon? Dort unterm Baum! Die Luft flimmert so. Da sind zwei Gestalten drin. Jetzt bist du im Reich des schwarzen Todes. Eine Hexe, sie fliegt fort. Wer ist das? Wer ist die zweite Gestalt? Das ist doch nicht möglich. Zuko. Zuko, Zuko. Will, Sir Paul, ihr seid hier? Ja. Ja, Mensch, Zuko. Moment doch. Ich will erst die Hexe erledigen, sonst haben wir einen Gegner zu viel. Die Beste aus dem Krieg, die Beste! Lass sie gehen! Wieso? Das erledigt der Rabe. Weißt du, jetzt hat er sie erreicht. Er hat sie mit einem Schnabelhieb getötet. Nur noch ein bisschen Asche flattert durch die Luft. Das ist ja ein Ding. Zuko, wissen Sie, wo John Sinclair ist? Genau das möchte ich auch wissen. Wir haben gehört, dass John hierher gebracht werden soll. Ja, er kommt bestimmt. Ja, was macht Sie so sicher? John hat einen großen Sieg errungen. Einen Sieg über wen? Er hat den silbernen Bumerang. Oh, und was hat das zu bedeuten? Es ist die einzige Waffe auf Erden, mit der man den schwarzen Tod vernichten kann. Na und wenn schon? Das nutzt uns doch erst etwas, wenn er herkommt. Na genau. Und das lässt sich John Sinclair doch nicht entgehen. Hier ist auch der Friedhof, wo der schwarze Tod das ganze Sinclair-Team vernichten will. Und wo die Gräber schon ausgehoben sind. Da fehlen noch einige vom Team. Sie denken an Bill und Jane? Ja, und Myxin. Er ist mit den beiden auf einer magischen Reise hierher. Dann müssten sie aber hier sein. Sie werden noch kommen. Was für Waffen hast du, Zuko? Die Beretta mit Silberkugeln und die Dämonenpeitsche. Ah, das ist ganz schön. Ich habe meinen Colt. Die Dämonenpeitsche kann ich ja gerade mal an dem Raben ausprobieren. Nein, nein, auf keinen Fall! Wieso nicht? Weil ich... Zuko, dieser Rabe ist kein normaler Rabe. Moment mal, wie soll ich das verstehen? Der Geist von Karin Malmann steckt in ihm. Das ist doch nicht möglich. Doch, das stimmt. Und nun? Eine Erklärung habe ich auch nicht. Er hat die Augen meiner Frau. Und er bewacht uns. Wenn er uns überwacht, heißt das doch, dass er auf der anderen Seite steht. Sieht so aus. Du meine Güte, auch das noch. Sie wissen auch keinen Rat? Nein, zumindest keinen besonderen. Ja, und der nicht besondere Rat, was schlagen Sie vor? Was soll er schon vorschlagen? Wir können hier sitzen und auf unser Ende warten. Was Besseres weiß er auch nicht. Solange man noch lebt, soll man sich nicht aufgeben. Merken Sie sich das immer. Ach, hör auf, du... Reiß dich zusammen, Sven, komm, komm. Wenn ihr nicht wisst, was wir machen sollen, ich kann es euch sagen. Ja, und was? Wir setzen uns jetzt alle zusammen und singen ein Liedchen. Wie wär's mit alle meine Entchen? Reißen Sie sich zusammen! Für dumme Scherze ist jetzt keine Zeit. Der Rabe starrt uns dauernd so an. Ich sollte... Lass ihn in Ruhe. Ist er wirklich deine verstorbene Frau? Ja. Und deshalb lässt du ihn in Ruhe. Woher weißt du das? Ich habe es an ihren Augen gesehen. Du meinst? Ja. Ich meine, dass dieses Tier die... gleichen Augen hat? Wie Karin. Ach, Will, das bildest du dir doch nur ein. Nein, Zuko, wirklich. Okay. Nehmen wir es als Tatsache hin, dass Karin in dem Raben steckt. Es ist bestimmt so. Ich möchte mal wissen, wer da in den Gräbern liegt. Willst du nachschauen? Na, lieber nicht. Zuko! Zuko, die Grabplatte! Sie... bewegt sich! Jetzt geht es los! Was geht los? Der Friedhof! Die Grabsteine! Die anderen bewegen sich auch! Ja, ich sehe es! Das ist Geisterspuk! So
So sag doch was! Ich halte das nicht aus! Die Erde auf den Gräbern reißt auf! Sie hebt sich ab! Jetzt kommt der schwarze Tod wieder! Abwarten! Ah, eine Toten! Und da noch eine! Und da! Und da! Und da! Und da! Und da! Glaube ich nicht. Der zerreißt uns mit seinen scharfen Zähnen. Das ist furchtbar, ich halte das nicht durch. Ruhe, Jane, wenn er nah genug ist, werfe ich eine Handgranate. So, jetzt. 21, 22, 23 und weg! Verdammt, verdammt, das hat dem Monster überhaupt nichts ausgemacht. Maxine, lauf weg! Er ist gestolpert. Die Ex hat Mückchen zu Boden geworfen. Bill! Hilf mir! Ach, los doch, Bill. Tu was. Ich muss näher ran. Schieß ihr ins Maul! Los, Mückchen, steh auf. Zurück. Das Vieh ist schwer verwundet. Danke dir. Das war höchste Zeit. Noch eine Handgranate hinterher. Das war's. Himmel, habe ich eine Angst ausgestanden. Na, du bist doch sonst nicht so ängstlich, Jane. Mich macht diese Gegend verrückt. Keine Sonne, kein Mond, nur dieser bleigraue Himmel. Ja, ja. Kein Tag, keine Nacht. Es ist entsetzlich. Hoffnungslos. Ja, ich verstehe dich, Jane. Aber Hoffnung ist das Einzige, was uns bleibt. Maxine, glaubst du immer noch, dass John kommt? Ja. Und warum? Weil der schwarze Tote so will. Er muss eine Entscheidung haben auf Biegen und Brechen. Warum denn auf einmal? Asmodina hat ihn dazu gebracht. Verstehe ich nicht. Ganz einfach. Wer John Sinclair beseitigt, ist der stärkste Dämon. Hm, das leuchtet mir ein. Deshalb müssen wir den Friedhof finden. John kommt dorthin. Sehr originell. Na dann, los. Findet ihr nicht, dass wir alle drei wahnsinnig sind? Wieso? Und dumm obendrein. Ja, wie meinst du denn das, Jane? Na, überleg doch mal selbst. Was denn? Wir suchen mit aller Gewalt einen Friedhof. Na, natürlich, und? Wo man schon die Gräber für uns ausgehoben hat. Richtig. Was doch nichts anderes bedeutet, als dass man uns dort umbringen will. Ja. Was nichts anderes heißt, ist, dass wir zu unserer eigenen Beerdigung gehen. Ja. Auch noch gehen, während man sonst wenigstens dazu gefahren wird. Tja, wenn du es so betrachtest, hast du ja recht. Also los, bringen wir es hinter uns. Es war eine gespenstische Szene, wie sich eine Grabplatte nach der anderen anhob und bleiche Skeletthände sich aus den Gräbern schoben. Ah! Ein menschliches Skelett! Schieß doch, Zuko! Was nützt das? Die kommen von überall! Reine Munitionsverschwendung, Will. Ja, da hast du recht, du hast ja recht, aber was sollen wir denn machen? Abwarten! Oh mein Gott, das sind ja 12, 13, 14, 15, 18, 20 Skelette! 20 Skelette! Hab ich auch gezählt! Was sagt Sir Paul dazu? Er ist erschreckend, diese dämonischen Mächte. Das ist der Auftakt zur letzten Runde. Ach, die starren mich so an, mit ihren roten Augen. Reißen Sie sich zusammen. Wir haben auch Angst. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht Haltet mehr ihn fest. Aus. Lass deine dreckigen Pfoten von mir, Sir. Sonst schlag ich dich zusammen. Au! Au! Nein! Nicht!
Hier hast du deine Quittung, du! Er hat mich in den Magen geschlagen. Holt ihn zurück. Der Rabe verfolgt ihn schon. Ah, helft mir! Verdammt, der Rabe hat ihn! Den Biest werde ich jetzt mit der Dämonenpeitsche ein Ende machen. Das wirst du nicht. So, jetzt hab ich dich. Hör auf, Zuko, das ist doch meine Frau. Lass sie in Ruhe. Arthur, stoppen Sie mal, Mann. Er dreht durch. Jawohl, Sir. Geh weg, Arthur. Nein, bleib zurück hier. Lass mich gehen, sonst schlagen die zusammen. Au! Oh. Bist du verrückt? Will! Lass den Raben in Ruhe, Zuko. Du bist wahnsinnig, Will. Das ist doch... Ah, ein Dämon. Nein, ich lasse nicht zu, dass du ihn tötest. Das ist ein Dämon. Begreifst du endlich? Will, hören Sie auf! Nein, nein, nein! Da! Aua. Und jetzt du, Rabe! Und noch einen! Und noch einen! Verdammt, ist der zäh! Und noch einen! Na, endlich! Geschafft! Er ist tot! Er zerfällt zu Staub! Bis auf die Augen. Tatsächlich. Karin Malmanns Augen. Ja, Karins Augen. Die Augen meiner Frau. Du hast meine Frau ein zweites Mal umgebracht. Dafür büßt du mir, Zuko. Lassen Sie die Pistole stecken. Nein, 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 den bringe ich um. Er hat meine Frau getötet und dafür stirbt er. Malmann! Der Wald lichtet sich. Ja. Ach, wir haben es geschafft. Da liegt der Friedhof. Ja. Jane. Was ist, Will? Das kann doch nicht sein. Will Malmann. Ja, er muss wahnsinnig sein. Er hat seine Pistole auf Zuko gerichtet. Will! Will, ich bin hier. Will Connolly. Er sieht her. Er ist abgelenkt. Zuko springt auf ihn zu. Er hat ihn niedergeschlagen. Kommt her! Zuko! Zuko! Art, wie geht es Sven? Er ist tot. Der Rabe hat ihn doch noch getötet. Ich weiß, was du damit sagen willst. Es war nicht ihre Frau, Will. Es war das Böse. Oh Gott, da liegen noch die Augen meiner Frau. Zerstöre sie, Zuko! Das kann ich nicht. Bill hat mir gerade berichtet, wie ihr hergekommen seid. Und Sie denken, dass John kommt? Bart. Wieso? Sehen Sie die Skelette? Ja, was ist damit? Sie sind eben erst aus ihren Gräbern gestiegen. Aber sie bewegen sich nicht. Das bedeutet, dass der schwarze Tod gleich erscheinen wird. Glauben Sie, Sir? Ja. Sollen wir die Skelette schon mal killen? Ach, wenn Sie sich was davon versprechen. Ich glaube, es ist zu spät. Wieso? Die Skelette verändern sich. Sie werden ganz schwarz, wie Ihr Herr und Meister. Dann kommt er auch gleich. Der Countdown läuft. Wir sitzen in der Klemme. Da! Die Skelette bewegen sich! Sie bilden einen Kreis. Zuko, die Augen. Ja. Von Karin. Ja. Sie sind in den Kreis gesprungen und bleiben in der Luft. Oh Gott, die Luft vibriert. Irgendwas manifestiert sich. Ja, der schwarze Tod. Nein! Es sind zwei Gestalten. Die eine ist John. Die andere eine Frau. Mit dunklen Haaren. Die Augen. Karin. Karin. John. John. Nun bist du endgültig in seinem Reich, John Sinclair. Deine Zeit ist abgelaufen. Geschwätz. Und die deiner Freunde auch. Ich habe dem schwarzen Tod schon mehrere Niederlagen beigebracht. Aber jetzt bist du der Gefangene dieser Skelette. Sieh doch um dich.
Denen kannst du nicht mehr entkommen. Ach, das glaubst dann nur du. Versuch es doch. Ich dachte, der schwarze Tod will mit mir kämpfen. Das wird er auch. Und es wird dein letzter Kampf sein. Vielleicht. Ah. Da ist ja Will. Das ist ja Karin. Wie kommt denn die hier? Will, komm zu mir. Wenn du nicht kommst, komm ich zu dir. Ich komm schon. Lasst mich. Pass auf, Will. Sei vorsichtig. Will, Liebster, komm, nimm mich in deine Arme. Nein, noch nicht. Ich habe mich so nach dir gesehnt. Ich auch. Ich habe sogar im Jenseits gespürt, wie sehr du um mich getrauert hast. Das habe ich. Jeden Abend hast du mein Bild angesehen und mit mir gesprochen. Ja, und deinen Namen gerufen. Und ich habe nur gelacht. Gelacht? Warum? Weil ich schon längst eine Dienerin des schwarzen Todes war. Ach, so ist das. Willst du nicht an meiner Seite weiterleben? Wie wäre das möglich? Komm zu mir. Ich schenke dir dein Leben. Lass deine Freunde in den Tod gehen. Was dann? Dann bist du einer der unseren. Wir leben dann wieder zusammen. Bestimmt? Ja, bestimmt. Trenne dich von deinen Freunden. Sie können dir nicht mehr helfen. Ich weiß nicht. Sie sind schon so gut wie tot. Aber du lebst mit mir. Will. Leben. Liebster. Was wäre das für ein Leben? Ein wundervolles. Du hast alles, was du dir wünschst. Macht, Reichtum und der schwarze Tod ist dein Freund. Muss ich mich sofort entscheiden? Ja, denn gleich wird er selbst kommen und dann... Gut. Du willst also? Dir meine Antwort geben. Also ja. Ich habe alles, was ich brauche. Nur du hast mir gefehlt. Dann komm doch. Nein. Du stößt mich zurück? Ja. Ist das dein letztes Wort? Nein, nein, nicht so. Dann hast du es dir doch noch anders überlegt. Ja. Ich will dir noch eine Antwort geben. Ich verstehe dich nicht ganz. Eine endgültige. Für immer, Karin. Komm näher. Ja, Will. Bleib da stehen, Karin. Ja. Hier. Das ist meine Antwort. Nicht schießen! Sie ist tot. Und diesmal endgültig. Sie zerfällt zu Staub. Ja, das ist eine gewaltige Herausforderung für den schwarzen Tod. Ja, jetzt muss er eingreifen. John! Kannst du dich nicht befreien? Nein! Versuch es! Er hat mich fest, ich kann nicht an mein Silberkreuz. Da! Der schwarze Tod. Seine Gestalt wird sichtbar. Direkt neben John, in dem Kreis. Los, Freunde. Wir müssen John befreien. Hoch über uns schwebte die verhasste Gestalt des schwarzen Todes. Seine rotglühenden Augen starrten herab. Ich spürte seine Bedrohung wie einen kalten Hauch. Verlass dich nicht auf deine Freunde, John Sinclair. Dann bist du verlassen. In meinem Reich habe nur ich Macht. Sie werden alle mit dir sterben. Keiner wird mir entkommen. Ich habe deine Freunde mit einem Bann belegt. Sie werden noch dort stehen, zu Stein erstarrt, wenn ich dich getötet habe. Und dann werde ich einen nach dem anderen hinter dir herschicken in die ewige Finsternis. Siehst du die roten Blitze aus meinen Augen? Das sind die Fesseln deiner Freunde. Du feiger Dämon, stell dich endlich zum Kampf mit mir. Aber dazu fehlt dir der Mut. Du wagst es so, mit mir zu reden? Du...
Dafür wirst du eines vielfachen Todes sterben. Aber nicht hier, auf diesem Friedhof. Hier lasse ich dich verscharren, wie einen räudigen Hund. Zur ewigen Warnung für alle, die es wagen, mich, den schwarzen Tod, anzugreifen. Du bist ein Großmaul. Stell dich zum Kampf. Führt ihn ab. Zur Hinrichtungsstadt. Dort will ich ihn bestrafen. Und dann werde ich dich hinrichten. John Sinclair. Hinrichten. Hast du es gehört? Ja, wenn du es schaffst, mich im Kampf zu besiegen. Im Kampf besiegen? Noch keiner ist aus meinem Reich lebend entkommen. Dann werde ich der Erste sein. Ja? Der Erste, der heute stirbt. Und Myxin, der Verräter, wird dir auf dem Fuße folgen. Selbst wenn du mich töten solltest, Asmodina wird dich vernichten. Du weißt doch, sie will dein Reich für sich. Wir sind da, John Sinclair. Und als Erstes stopfe ich dir dein Lästermaul. Was ist mit deinen Skeletten? Greifen sie in den Kampf ein? Nein. Nur wenn ich verlieren sollte. Was sollen sie dann hier? Dich hindern zu fliehen. Du meinst dich hindern? Woran? Zu fliehen. Ich weiß, was du willst. Dich vernichten. Du willst mich reizen, damit ich dich sofort mit einem Schlag meiner Sense töte. Aber diesen Gefallen werde ich dir nicht tun. Diese Gnade erweise ich dir nicht. Ich werde dich langsam töten, um deine Qualen zu verlängern, bis du mich anwinselst und anflehst. Dann, John Sinclair, werde ich dir den Gnadenstoß versetzen. Geschwätz, kämpfe jetzt! Diesen Wunsch kann ich dir erfüllen. Hier sind vier Dämonen, die schon lange auf einen Kampf mit dir warten. Wenn du ihn überlebst... Wer sind sie? Sie selbst. Die vier Horrorreiter. John Sinclair. Na, John Sinclair, was sagst du jetzt? Ich antwortete nicht mehr, sondern griff nach dem geweihten Kreuz. Wie hatte der Seher prophezeit? Der Kampf wird höllisch sein. Wie höllisch, begriff ich jetzt. Wer den Kampf gewinnen würde, hatte er verschwiegen. Hatte ich überhaupt je eine Chance gehabt? Myxin spürte den mörderischen Ansturm der schwarzen Magie. Die Menschen neben ihm erstarrten. Aber er war kein Mensch. Er war selbst ein Dämon und er hatte einen Gegenzauber. Seinen Feind, den schwarzen Tod, wiegte er in Sicherheit. Indem er so tat, als sei auch er von dessen Magie überwältigt. Myxin, Myxin. Wir können uns nicht mehr bewegen. Ich weiß, aber ich kann es noch. Hilf uns. Das ist nicht möglich. Erst wenn der schwarze Tod vernichtet ist, löst sich der Bann. Kannst du John nicht helfen? Ich versuche es. Was? Ich werde meinen schwarzen Vampiren befehlen zu kommen. Mach schnell, Myxin. Die Magie des schwarzen Todes ist gewaltig. Ich will Goran rufen. Den Anführer meiner Vampire. Goran, höre mich. Goran, wo bist du? Goran, höre mich. Nichts. Lass mich weiter probieren, Jane. Goran, antworte.
Goran! Goran! Hörst du mich? Ja, mein Herr und Meister. Warum rufst du mich? Ich bin in großer Gefahr. Was soll ich tun, Meister Befehl? Komm in das Reich des Schwarzen Todes. Wie können wir dort eindringen? Sein Reich ist magisch versiegelt. Es gibt Lücken. Du kannst hindurch. Wie viele deiner Diener sollen mit mir kommen? Alle. Es geht um unser Überleben. Wir kommen. Schnell, schnell. Sonst ist es zu spät. Ja, mein Herr. Wie lange wird es dauern, Myxin? Gleich. Gleich. Ich höre sie schon. Meine Magie hilft ihnen. Sie kommen. Sie kommen. Myxin, das sind ja unheimlich viel. Ja, ich weiß. Gohan, komm her. Hier bin ich, mein Herr und Meister. Steig auf meinen Rücken. Dort hinauf, Goran. Dort kämpft John Sinclair für uns alle. Mit dem Schwarzen Tod. Meine Vampire werden mit ihm kämpfen. Befehl es. Fliegt los. Folgt mir. Ich kenne die Horrorreiter. Sie sind noch gnadenloser als du. Weißt du ja, dass deine letzte Stunde geschlagen hat. Vielleicht, wenn ich so viel Angst hätte wie du. Angst? Ich Angst vor dir? Ich will nur sicher sein, dass du diesen Platz nicht mehr lebend verlässt. Im Buch der grausamen Träume steht zu lesen, dass ich dich vernichten werde. Und wo steht, dass du überleben wirst? Zweifelst du daran? Rettet uns! Stecht ihn nieder! Tötet ihn! Ich bin der Erste, dessen Lanze dich durchbohrt! Hey! Hopp! Los! Hey! Hier ist die Lanze! Ich reiß dich runter von deinem Gaul! Au! Die schwarzen Vampire kommen! Reiß die Skelette an! Kennst du sie? Wag es nicht! Er will uns hindern! Ich befehle noch einmal! Vernichtet sie! Zurück! Oder meine Sense wird blutig aufräumen. Achtung, Myxin! Die Sense von links! Danke, John. Tötet Sinclair! Ja, das mach ich. Komm her, Sinclair. John, mein Speer! Ah. Was ist schon? Der Speer steckt in meiner Schulter. Reiß ihn raus! Ja. Jetzt könnt ihr ihn töten. Er ist verwundet. Steht nicht rum, reitet los! Runter mit dir! Jetzt liegt er am Boden. Wehrlos. Unsere Speere halten ihn fest. Befiehl und wir stoßen zu. Lasst ihn nicht entkommen. Erst räume ich noch mit dieser Brut von Vampiren auf und ihrem Meister Myxin. Skelette sind zerstört! Greifen den schwarzen Tod an! Das wagst du? Meine Sense wird dich gleich. Asmodinas Todesengel! Was wollt ihr hier? In meinem Reich? Myxin gehört uns. Kümmere du dich um John Sinclair. Was sagt ihr mit Myxin? Wir nehmen ihn mit uns. Nein! Nein! Lass mich gehen! Ja. Nehmt ihn mit euch
Uns bleibt schon Sinclair. Sinclair, willst du mich nicht um dein Leben anflehen? Nie. Tötet ihn! Halt! Im Namen des Kreuzes! Unvermittelt strahlte mein Kreuz eine gleißende Helle aus. Die Horrorreiter erstarrten mitten in der Bewegung. Hilf mir, ich verbrenne! So helf mir doch! Wo sind deine Horrorreiter jetzt? Ich kann dein Kreuz nicht töten. Aber meine Sense kann dich vernichten. Aber der silberne Bumerang... Wenn du noch Zeit hast, ihn zu werfen. Denn meine Sense ist schneller. Der schwarze Tod holte aus und schwang seine Sense gegen mich. Tönend schoss sie auf mich zu. Der Bumerang flog aus meiner Hand, als ob ihn eine unsichtbare Macht schleudern würde, und traf den schwarzen Tod am Halse. Plötzlich schwebte sein Kopf über dem Rumpf. Eine Stichflamme schoss heraus. Die Sense bohrte sich vor mir in den Boden. Sein Skelett zerfiel zu Staub. Der schwarze Tod war endgültig vernichtet. Du hast gesiegt. Das war mein letzter Gedanke. Dann schwanden mir die Sinne. Als ich wieder zu mir kam, waren meine Freunde um mich herum. Oh, John. Oh, John. Was ist los? Ihr lebt hier. Ja, warum nicht? Als ich euch das letzte Mal sah, wart ihr alle versteinert. Was? Ja, ich habe es doch selber gesehen. So. Der schwarze Tod ist nicht mehr. Hast du ihn erledigt? Ja. Oder glaubst du mir nicht? Doch, nur wie? Mit dem silbernen Bumerang. Komisch. Es wird auf einmal so kalt. Ja. Der Urwald verschwindet. Nur noch Eis und Schnee um uns. Glaubt ihr jetzt, dass der schwarze Tod nicht mehr existiert? Wo ist Maxine? Zwei Todesengel von Asmodina haben ihn entführt. Was willst du tun? Wenn wir zurück sind, werde ich alles in die Wege leiten, um ihm zu helfen. Da! Zwei Hubschrauber, die sicher nach Sven und nach mir suchen. Winkt, winkt, winkt doch! Los, los! Hallo! Oh, sie haben uns gesehen! Wir sind gerettet! Oh, John, dafür bekommst du einen Kuss. Gib nur acht, Jane. Warum? Dass du bei der Kälte nicht an John festfrierst. Das geht nicht. Ich hab das schon mal erlebt. Ja, aber nicht bei mir. Wieso? Meine Küsse sind zu heiß. Nicht wahr, John? Ja, natürlich. Tja, wenn das so ist...